So, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Es geht weiter mit dem Let's Play. Wir haben in der letzten Folge die U-Bahn durchstreift und hier diesen Rastplatz erreicht. Meiner Meinung nach sind wir hier von geradeaus gekommen und es geht dann vermutlich hier in dem Bereich weiter. Das machen wir jetzt auch. Oder laufe ich da wieder zurück? Ich weiß es nicht. Nee, hier laufe ich wieder zurück. Hier sind wir falsch. Nee. Mein Fehler, Leute, es geht hier rechts weiter. Richtig. Gucken wir mal kurz, was da oben so abgeht. Nix. Was bist denn du? Sind das Pilze, ne? Da hinten würde es auch weitergehen, ne? Ja, hier liegt Loot. Loot ist immer toll. Wann ist die einzigsten? Nee, waren's nicht. Aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Genau, stirbt. Er will als nächstes. Das war übel. Aber wir haben es sehr fortschrittlich gemeistert. Munitionstechnisch schaut es auch ganz gut aus. Jetzt gar nicht ausweichen brauchen, ich hätte doch eh nicht getroffen. Einmal hoch. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Mensch, nimm doch die andere. So, jetzt ist es gescheit. Halt mal. Das war's. Keine Munition mehr. Schon einsammeln.
Du musst so dran bleiben. Munition sparen. Aha, okay, haben wir Kraft. Geht's hier überhaupt weiter? Oder geht's hier zurück? Nein, hier geht's zurück, Leute. Ja, hier geht's zurück. Wir hätten die beiden Wege nehmen können. Aber das war echt übel. Kurzfristig geschwitzt. Tun wir mal unseren Dornenmantel auch mal ausprobieren. Da liegt ja noch Blut. Das mit dem Heilkreis finde ich mega geil. So, die Verteidigung ist jetzt auch wieder geschwächt. Konnten wir kurzfristig steigern. Wir den Ende der U-Bahn erreicht haben. Ja, wir haben das Ende der U-Bahn erreicht. So. Schaut noch nach U-Bahn aus, aber wir gehen weiter hoch, glaube ich. Ja. Kasse. Was für ein Anblick. Was ist denn das für ein Gebäude da vorne? Ich hoffe, da kommt jetzt kein Boss. So, den Heilkreis haben wir jetzt zweimal. Das haben wir auch. Wutaufbaurate wird dadurch verbessert. So, ein bisschen mehr Leben.
Trophäe erhalten, Eigenschaftsamateur. Ja, let's go. Ich glaube, da kommt jetzt ein Boss. Mit der Saatmutter sprechen. Ah, das ist die Saatmutter. Ein weiterer also, der den Rat der Saat begehrt. Tritt heran, mein Kind. Du bist es, angespült wie ein Fisch. Wir sehen alles. Wir sind die Saatmutter, ein Wesen der Weisheit, durch das die Saat spricht. Wonach suchst du? Wie kann ich bei diesem Sturm das Atoll erreichen? Ich suche nach dem Gründer. Wissen Sie, wo er ist? Der Sturm, der Schild, der Umhang, der das unvermeidliche Ende verschleiert, ist die Zeit gekommen. Ja, es wird langsam deutlicher. Du willst der Saat ein Ende setzen, aber der Weg ist verborgen. Dieser Körper kennt ihn jedoch. Wir müssen helfen, aber nicht, wo die Ohren spitz sind. Sie werden kommen, wenn die Bindungen gelöst werden. Wirst du schützen und vertrauen. Mach dich bereit. Sie kommen. Oh. Jetzt eine Welle ein Gegner anscheinend. Stirb endlich! Was hält denn der aus? Der stirbt einfach nicht. Ich sterb aber. Ich bin in Schwierigkeiten. Verdammt. Na, das probieren wir nochmal. Wir müssen die irgendwie schneller killen, ey. Mist, Kerle. Elende Mistkerle, das hebe ich mir mal auf. Kann man mit ihr sprechen? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Thank you.
Stirb! Die Verbindung ist... Mann! Ja, ich seh's. Das war knapp. Und schon wieder tot, das gibt's doch nicht, Leute. Ist echt nicht ohne, Mann. Ich muss die Magier schneller killen, die Magier nerven. Ich mach hier mal kurz einen Cut. Ich werde das zusammenschneiden, falls ich jetzt noch öfter sterbe. Bis gleich. Versuch nochmal Sex, diesmal mit neuer Waffe. Ich habe mir das Jagdgewehr reingeholt ins Set. Erstmal hier schön alles einsammeln von meinen Niederlagen. Schön, dass das liegen bleibt. Und dann kann es auch schon losgehen. Ach, die. So, hier kommt sie auch weiter. Mensch, versteckt euch doch nicht immer da hinten. Stirb endlich! Nur noch Zeit. So, jetzt kommst du dran. Eigentlich verarschen? Oh, wir haben es geschafft, Leute. Danke, geil. Mein Kind. So, jetzt. Ich habe viel von der Saat gelernt. Ich werde dir helfen. Wir werden zusammen gegen sie kämpfen. Zuerst muss ich mich ausruhen. Siehe da, die Mauer. Dahinter. Finde den Weg. Und kehre dann zu deinen, unseren Leuten zurück. An den Ort, den du Station nennst. Ich kenne den Weg. Wir werden uns wieder begegnen. Aha, sehr interessant. Lass eine alte Frau sich ausruhen. Geduld. Ich habe ein halbes Jahrhundert gewartet. Du kannst noch eine Weile auf mich warten. Na gut, die hat sich wenigstens befreit. Lang gebraucht, damit die nicht irgendwie freischneiden können. Erstmal hier alles einsammeln. Ach, heilen können wir uns auch mal. So, ich habe übrigens meine Waffe gewechselt, wie schon gesagt. Ich habe jetzt das Jagdgewehr drinnen, finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, auf 6 bin ich auch schon aufgewertet. Ich habe den Abenteuermodus dafür genutzt. Kann ich euch echt empfehlen.
Dürft ihr aber nicht euch ans. Also Spoiler dürfen euch nicht stören. Ihr habt zwar eine Random-Welt, also die kann ganz anders sein als die Welt von euch, allerdings kann schon der ein oder andere Boss drankommen, den ihr vielleicht selbst auch antrefft. Wo muss ich denn jetzt hin? Gehe ich jetzt darüber oder schauen wir uns erstmal im Gebäude weiter um? Schön alles kaputt machen. Kann ich das lesen? Nee, doch, kann ich lesen. Die Träume werden schlimmer. Letzte Nacht machte ich Jagd auf eine Familie außerhalb der Stadt. Ich konnte ihre Angst förmlich riechen. Es hat mir gefallen. Ich sehnte mich danach. Also bin ich schneller gelaufen und empfand Freude, als ich auf sie sprang und meine Krallen in ihren Körper rammte. Beim Aufwachen schrie ich. Ich wünschte, es wären Schreine des Entsetzens gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Die anderen sind dadurch aufgewacht. Die kleine Nadine musste weinen. André fragte mich, was denn los sei. Ich sagte, dass Nadine einen Albtraum hatte und dass wir deshalb wach wurden. Ich werde André die Wahrheit sagen. Ich brauche nur Zeit, um es selbst zu verarbeiten. Ui. Weiter geht's. Was war das für ein Geräusch? Also es gibt jetzt anscheinend echt mehrere Wege, oder? Gut, hier scheint nichts zu sein. Doch, eine Kiste. Okay, das war's. Hier geht's runter. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, ich kann den kaputt machen. Ah ja, dann eben nicht. Noch eine Kiste. Wir haben ein Scharfschützengewehr freigeschaltet. Hammer. Hat sich also echt gelohnt, hierher zu gehen. Aber jetzt brauchen wir einen Rastplatz. Wir hatten direkt vor dem Boss einen. Wir könnten theoretisch auch zurücklaufen. Und an der Stelle rasten. Das machen wir. Da beenden wir dann auch die Folge. Mein Jagdgewehr ist ja nur auf Stufe 3, wie ich sehen kann. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich das erste Mal aufwerten. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start. Tschüss!